Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie die ARD bei Hart aber fair die Zuschauer betrogen hat und die AfD gezielt benachteiligt hat. Zunächst für diejenigen, die sich nicht so genau auskennen mit Tontechnik, wie ist so ein Setup aufgebaut? Alle Gäste haben erkennbar Ansteckmikrofone. Das heißt, der Kopf zum Mikro bleibt immer gleich weit entfernt. Es gibt also keinen Grund, in der Sendung den Pegel zu verändern. Das Klatschen wird extra aufgenommen. Es ist so aufgebaut, die ganzen Kabel gehen in ein Mischpult und für jeden Anschluss gibt es einen Regler. Das Studio-Setup ist immer das gleiche. Das heißt, es ist bekannt, wie laut die Zuschauer klatschen. Es ist bekannt, wie laut die Gäste reden. Beispielsweise mit Videothek-View-Download kann man sich das herunterladen. Da könnt ihr es überprüfen. Also ich habe am Ton nichts gemacht. Und jetzt folgen die Ausschnitte, sie sind kommentiert und ich habe es teilweise gegeneinander gestellt. Aber ihr könnt das alles nachlesen in den Kommentaren und das nochmal in Ruhe nachverfolgen. Er ist unser Spitzenkandidat und er hat meines Erachtens die richtigen Konsequenzen gezogen. Auch der Bundesvorstand hat die richtigen Konsequenzen gezogen. Wären Sie dafür, dass, wenn er ins Parlament einzieht, er sein Mandat abgibt? Ist denn? Das muss die Delegation dann entscheiden, die einzieht. Ich frage Sie, ob Sie dafür wären. Das will ich hier gar nicht zum Besten geben. Warum nicht? Weil ich den Gesamtstand dieser Ermittlungen, die ja noch laufen, gar nicht kenne. Und deswegen will ich das am Ende nicht urteilen. Es gibt ja ein paar Zitate, da muss nichts ermittelt werden. Lassen Sie mich doch mal gerade reden. Was wollen Sie da untersuchen? Diese Thematik kann man sich natürlich anschauen. Aber wenn man sich's anschaut, dann sieht man, dass Herr Krah in diesem Punkt, diesen Punkt sich unglücklich ausgedrückt hat. Unglücklich? Er hat sich unglücklich ausgedrückt. Jetzt hören Sie auf. Also, Dieses Maximilian Krah hat einer italienischen Zeitung wohlgemerkt dieses Zitat gegeben in einem Interview. Daraufhin war es sogar den Extremrechten im Europaparlament zu viel und die haben gesagt, aus. Jetzt nur. Sie würden gut dran tun, wenn Sie sich einfach an dem heutigen Abend davon distanzieren. Das hat selbst Marine Le Pen getroffen. Das ist wirklich, wäre keine besonders große Sie können bei der AfD gerne für alles stehen, für was Sie stehen. Das mag man richtig oder falsch finden. Tun, wenn Sie sich einfach an dem heutigen Abend davon distanzieren. Das hat selbst Marie. Aber wenn jemand für China spioniert und der zweite Spitzenkandidat, also die Nummer zwei auf der Liste, tun, wenn Sie sich einfach an dem heutigen Abend davon distanzieren. Das hat selbst Marie. Geld aus Russland annimmt, dann sollte es von Ihrer Idee von Patriotismus, die Sie haben, dann sollte es bei Ihnen irgendwie klicken und Sie sollten verstehen, jetzt bin ich dass das ein Punkt ist. Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Jetzt muss Herr Holm auch antworten dürfen. Woher wissen Sie denn, dass der Staat für China spioniert hat? Meines Wissens gibt es nur einen Mitarbeiter, der für China spioniert hat. Es gibt einen Abgeordneten, der hat sich über die Stückelung der Geldscheine Sie haben noch mehr Angebot als der Staat. Sind Sie ja unwissender als Ihr eigener Bundesrat. Das Angebot an Korruption. Nein, das ist überhaupt nicht bekannt. Ich sortiere es jetzt mal. Ich sortiere das jetzt mal. Herr Holm, das Zitat. Herr Rypinski hat gesagt, ich paraphrasiere, wenn Sie Anstand haben, dann distanzieren Sie sich davon. Tun Sie das. Wenn er eine andere Meinung hat, aber er hat dieselbe Meinung, nehme ich an. Entschuldigung, lassen Sie mich das doch mal erklären. Jetzt sind wir aber mal gespannt. Der Punkt ist völlig, völlig eindeutig. Er liegt damit mit dieser Aussage doch auf dem, was andere Bundeskanzler früher gesagt haben. Wenn Geld aus Russland annimmt, dann sollte es von Ihrer Idee von Patriotismus, die Sie haben. Was? Wie Konrad Adenauer, wie Helmut Kohl, wie SPD-Mann Schumacher und so weiter und so fort. Jetzt wird es aber erste Verteidigungslinie. Bildung Moment, hilft. Moment, so. Was haben Sie getan? Und es ist ja, die Frage ist eine einfache zu beantworten. Und es gucken viele Leute zu, ich gebe Ihnen ja die Möglichkeit. Ja, dann lassen Sie distanzieren Sie sich davon oder nicht? Ich möchte das jetzt erklären. Ja, die Frage ist, distanzieren Sie sich davon? Ich sage ganz klar, das, was er gesagt hat, hier ist eine Binsenweisheit. Aber
Nein. Das heißt, Sie sehen das auch so? Nein. Sie sehen das auch so? Und also ich will hier nicht in der Runde sitzen, wo wir das unwidersprochen lassen. Das geht Entschuldigung, nicht. So können wir nicht arbeiten. Ich will Ihnen mal was sagen. Ich muss das hier doch wenigstens mal erklären dürfen. Sie arbeiten hier nicht, sondern Sie erzählen ja Unsinn. Sie sitzen hier und erzählen Unsinn. Nein, ich will Ihnen das mal sagen. Mein Großvater hat in Erdlöchern in Italien gelebt. Ich kenne die Geschichte schon und Sie haben ja recht. Es gab SS-Kompanien, die haben Säuglinge an Häuserwände geschleudert. Und Sie versuchen hier eine Diskussion zu führen. Entschuldigung, Herr Demasi, das bestreitet niemand. Dass das hier ein Gesangsverein gewesen sei. Und deswegen will ich Ihnen mal sagen, warum verstecken Sie diesen Mann im Wahlkampf? Warum verstecken Sie diesen Mann im Wahlkampf, wenn das hier alles irgendwie völlig okay ist, was er hier vom Staat lässt? Lassen Sie mich doch mal das erklären, was ich meine. Diese Aussage ist im Grunde tatsächlich ja normal. Es ist in jeder kriminellen Organisation gibt es auch Einzelne, die sich nicht schuldig machen. Aber es gibt wir machen jetzt keine Zitatenschlacht. Ich will einmal. Natürlich ist das eine absolut verbrecherische Organisation gewesen, die Millionen Menschen umgebracht hat, die SS. So, und das ist völlig klar. Und das sehen wir alle. Das sieht auch Herr Craso. Und wenn Sie sich den Wortlaut des Interviews angucken, dann schimmert das durch. Aber was wir ihm vorwerfen, ist, dass er das nicht klar gemacht hat. Gerade wenn man in Italien ein solches Interview gibt, wo auch die SS eine Blutspur hinterlassen hat, dann muss man das klarer benennen. Das gilt auch in Deutschland, nicht nur in Italien, dass die SS... Wir reden jetzt von Italien, man muss es klarer benennen. Menschenrechte und Menschenwürde hat nichts mit Ländergrenzen zu tun. Herr Holm, verbrecherische Maschinerie war... Der Punkt ist angekommen. Der Punkt ist doch aber wirklich glasklar. Frau Klöckner, ich muss jetzt ordentlich hier reinbringen. Wir probieren einen Punkt. Nein. Herr Holger, ich sage Ihnen mal, was Herr Höcke gesagt hat. Es passt da rein. Herr Höcke hat gesagt, das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. Und das passt genauso rein in dieses Storytelling. Sie wollen Ihre Leute nur bedienen, dass alles nicht so schlimm war im Dritten Reich. Frau Klöckner, wir spielen jetzt kein Zitate-Spiel. Okay, jetzt mache ich was. Passen Sie mal auf. Passen Sie mal auf, Herr Holm. Klarer kann man es doch gar nicht finden. Herr Holm, ich habe Sie ein paar Mal gefragt, Sie wollten sich nicht distanzieren. Herr Rypinski, wo groß ist der Schaden für die AfD jetzt nach dieser Woche? Oder hilft Ihnen das vielleicht sogar im Wahlkampf? Also, wenn Herr Holmes nicht schafft, sich zu distanzieren, Frau Weidel hat es ja dann doch noch geschafft. Oder hilft Ihnen das vielleicht sogar im Wahlkampf? Also, wenn Herr Holmes nicht schafft, sich zu distanzieren, Frau Weidel hat es ja dann doch noch geschafft. Über Ihren Sprecher ließ sie ja ausrichten, zu sagen, dass Herr Krah de facto kein Spitzenkandidat mehr ist. Frau Le Pen, habe ich eben schon gerade gesagt, hat sich davon distanziert. Und wenn man sieht, wie Sie hier rumeiern bei so einer wirklich einfachen Frage, die einfach zu beantworten, lieber Herr Holm, gerade mit Rückblick auf unsere Geschichte, ganz einfach zu beantwortende Frage. Wenn Sie das nicht schaffen, dann kann man sich anschauen, was bei Ihnen in den vergangenen Wochen passiert ist, dass Sie in den Umfragen verlieren und dass wir, wenn wir in Europa davon sprechen, dass die Rechtspopulisten und die Rechten auf dem Vormarsch sind, die AfD sich in eine andere Richtung im Moment entwickelt. Weil sie es nicht schafft, da klare Kante zu sagen. Und Sie tun sich damit keinen Gefallen, Sie sich persönlich nicht. Herr Krah hat die Konsequenzen gezogen. Es ist eine Schande für Sie als Partei, dass der Spitzenkandidat wegen China-Spionage aus dem Rennen genommen wurde und der Zweite wegen Geldern aus Russland. Der zweite Punkt, Herr Rypinski, der mich auch noch interessiert und die Zuschauer wahrscheinlich auch. Jetzt hat also die AfD im Europaparlament keine Fraktion mehr. Ist es denn denkbar, dass sie nach der Wahl wieder in eine Fraktion kommt? Also Alice Weidel möchte ja danach dann Gespräche mit Marine Le Pen führen. Aber Marine Le Pen ist auf einem ganz anderen Kurs. Die versucht sich natürlich bürgerlich anzumalen. Ich meine, wenn man sich dieses Europawahlprogramm durchliest, die wollen ja diese Europäische Union, so wie sie ist, gar nicht haben. Die wollen einen Bund europäischer Nationalisten. Das ist jetzt meine Übersetzung. Europäischer Nationalisten, also ein Egoistenclub wollen die im Grunde genommen daraus machen. Aber das steht gar nicht so sehr im Vordergrund. Sondern ich hätte das nie gefordert. Ich will es noch mal sagen. Wir müssen es war eins der Kernprojekte. Frau von der Leyen ist noch Mitglied in ihrer Partei. Hier ist eine Binsenweisheit, aber... Nein. Das heißt, Sie sehen das auch so? Nein. Sie sehen das auch so? Und also ich will hier nicht in der Runde sitzen, wo wir das unwidersprochen lassen. Das geht Entschuldigung, so können wir nicht. Nie gefordert. Die das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, das war eins der Kern... Ich habe es auch ganz sprachlich, ganz klar gesagt, Frau Klöckner, dass das Frau von der Leyen's Projekt war und Sie das jetzt zurückdrehen wollen.
Eins möchte ich noch mal sagen, es war die dümmste Entscheidung der EU. Ganz unbürokratisch. Dieses Verbrennerverbot ist die dümmste Entscheidung der EU überhaupt. Es gibt überhaupt kein Verbrennerverbot. Die Automobilindustrie hat sich für was ganz Rückgrat unserer Industrie. Es ist von vornherein so eingestellt, dass die Klatscher die Gäste vollkommen übertönen. Also das heißt, wenn geklatscht wird, dann ist nicht mehr zu verstehen, was jemand sagt. Louis Klamroth ist ebenfalls lauter als die Gäste, das heißt, er hat die Möglichkeit, die Gäste jederzeit zu unterbrechen. Also wenn er dann redet, dann ist der Gast kaum noch zu verstehen, wohingegen der Gast keine Möglichkeit hat, ihn zu übertönen. Jetzt könnte man sagen, ja okay, das ist ja nicht toll, aber na gut, er ist der Moderator, er muss ja die Möglichkeit haben, die anderen zu unterbrechen. Nun ist es aber so, dass auch Gäste gepegelt wurden. Und zwar in dem Moment, als der Politico-Chefmoderator gesprochen hat, wurde geklatscht. Und im Gegensatz zu den anderen Gästen, im Gegensatz vor allen Dingen zu Live-Erik Holm, wird er hochgepegelt und ist plötzlich viel lauter als vorher. Wohingegen Live-Erik Holm genauso laut ist wie vorher und keine Möglichkeit hat zu unterbrechen. Oder er wird dann auch ein bisschen nachgepegelt, aber auch wenn er nachgepegelt wird vielleicht oder er redet besonders laut, sind die Zuschauer, es sind die Klatscher immer noch viel lauter und unterbrechen ihn. Also auf welche Weise auch immer, Live-Erik Holm wird unterbrochen, er hat keine Chance, er wird kaum noch verstanden. Also die anderen übertönen ihn nach Belieben oder er wird vom Klatschen übertönt. Und die Klatscher sind so ausgewählt, dass sie immer gegen die AfD klatschen. Nur noch langanhaltend klatschen. Es war nicht die ganze Sendung über so. Es war die 10 Minuten von Minute 30 bis Minute 40, als es um das Rechtsextremismus-Stigma der AfD ging. Also um das besonders heikle Thema, um genau das Thema, das die AfD für viele Leute unwählbar macht. Also viele Leute würden vielleicht gern AfD wählen, aber sie denken sich, okay, die AfD ist rechtsextrem, sie ist unmöglich. Chaos unmöglich, wie können sie so einen Spitzenkandidat aufstellen? Und genau hier wird dann Live-Erik Holm die Möglichkeit genommen, das zu erklären. Also er sagt ja tausendmal, er will das erklären und es wird dann als lächerlich hingestellt. Wenn man leise ist, wirkt man schwächer als jemand, der lauter ist. Also das ist einfach Tiefenpsychologie. Derjenige, der lauter ist, wirkt dominant und man kann das auch erkennen, dass viele Leute nicht aufhören wollen zu reden. Sie sich unbedingt in einem Rededuell durchsetzen wollen. Also beispielsweise ist es auch bei Fabio De Masi erkennbar, dass er wird hart unterbrochen bei der Ukraine, aber er lässt sich nicht das Wort nehmen, er redet bis zu Ende aus. Und genau das Gleiche versucht auch Live-Erik Holm, aber er ist viel leiser als die anderen, er hat keine Chance und die anderen dominieren ihn nach Belieben. Wobei der Zuschauer aber nicht merken soll, dass es so ist, dass der Ton nicht gleichmäßig eingestellt ist. Und wie gesagt, es gibt keine Notwendigkeit, an dem Ton überhaupt irgendwas zu machen. Der Abstand Kopf zum Mikro bleibt immer gleich. Die Klatscher könnte man auch so einstellen, dass auch wenn geklatscht wird, man die Leute trotzdem noch verstehen kann. Die Klatscher werden extra aufgenommen, weil sie würden nicht gehört werden. Sie würden nur ganz leise gehört werden über die Ansteckmikrofone. Dass nur bestimmte Stellen ausgewählt wurden, in denen manipuliert wurde, scheint zunächst als cleverer Trick, dass der Zuschauer nicht merkt. Aber dummerweise hat die ARD vergessen, dass natürlich so deutlich wird, dass Live-Erik Holm nicht einfach eine leise Stimme hat, sondern dass manipuliert wurde. Weil am Ende, als es um den Verbrenner ging, also ein Narrativ, wo es anscheinend der ARD nicht so wichtig war, dass die anderen sich gegen die AfD durchsetzen, sondern wahrscheinlich möchte man es so haben, man möchte jetzt alles auf die Ukraine konzentrieren, man möchte die Wirtschaft wieder in Gang bringen, möchte die Leute zufriedenstellen, dass die Wirtschaft einigermaßen gerettet wird, weil jetzt das Ukraine-Putin-Dämonen-Narrativ ist das entscheidende Narrativ, das möchte man durchbringen. Und da lässt man dann die AfD auch mal beim Verbrennungsmotor Punkte machen. Ist jetzt aber hier erkennbar, dass Anton Hofreiter genauso laut ist wie Live-Erik Holm. Also und Anton Hofreiter hat bestimmt keine leise Stimme. Und hier ist erkennbar, plötzlich sind beide leise und vorher wird Live-Erik Holm völlig übertönt. Ganz unbürokratisch. Dieses Verbrennerverbot ist die dümmste Entscheidung der EU überhaupt. Es gibt überhaupt kein Verbrennerverbot. Die Automobilindustrie die EU hat sich für was ist das Rückgrat unserer Industrie. Geld aus Russland annimmt, dann sollte es von Ihrer Idee von Patriotismus, die Sie haben, was? Wie Konrad Adenauer, wie Helmut Kohl, wie SPD-Mann Schumacher jetzt und so weiter jetzt und so fort. Jetzt wird's aber abenteuerlich. Die erste Verteidigungslinie. Bildung Moment, hilft. Moment. So. Nur bedienen, dass alles nicht so schlimm war im Dritten Reich. Frau Klöckner, wir spielen jetzt kein Zitat zu spielen. Wir halten die SS für eine... Okay, jetzt mache ich was. Passen Sie mal auf. Die eine Blutspur in der passen Sie mal auf, Herr Holm. Klarer kann Herr Holm? Doch gar nicht finden. Herr Holm, ich hab Sie ein paar Mal gefragt, Sie wollten sich nicht distanzieren. Was hat das Ganze jetzt für Konsequenzen? Die AfD bekommt einen neuen Trumpf in die Hand. Oder überhaupt jede Opposition.
Das Entscheidende ist jetzt nicht, dass in dieser Sendung gefälscht wurde. Also natürlich ist das wichtig, aber jetzt kann man darauf achten, was passiert. Also wir haben hier, ich denke, es ist, denke ich, klar bewiesen, dass hier der Ton manipuliert wurde. Und jetzt könnte man sagen, okay, da war also ein linksextremer Tontechniker, der war übereifrig, politisch übereifrig. Das kann passieren. Da war der Falsche, da war vielleicht nur ersatzweise da, der richtige Tontechniker war nicht da. Das war jetzt Ersatz und der, ja, der hat es halt hier rumgepusht. Das Entscheidende ist jetzt die Reaktion der anderen Medien. Es gibt ja die Regie, das kann ja nicht unbemerkt bleiben. Das heißt, das muss jetzt irgendwelche Konsequenzen haben. Und jetzt wird man sehen, dass die anderen Medien das ausschweigen werden. Da kann man sicher sein. Und das ist das Entscheidende, weil das ist der Beweis dafür, dass die Demokratie hier nicht funktioniert. Wenn alle großen Medien ein Informationskartell bilden und so ein Skandal nicht aufgedeckt wird, er nicht berichtet wird, er nicht in den Mittelpunkt gestellt wird, dann zeigt das, dass die großen Medien die Bevölkerung manipulieren können. Durch ein Informationskartell. Die Leute bekommen die Informationen wahlweise, die anscheinend irgendjemand gefällt, der das bestimmen kann. Und somit ist deutlich, dass die Demokratie hier dysfunktional ist. Und dass die Medien reformiert werden müssen, vor allem die öffentlich-rechtlichen. Das heißt, die AfD bekommt seinen Trumpf in die Hand zu sagen, schaut her, die großen Medien stellen uns als rechtsextrem dar. Ihnen ist nicht zu trauen, sie täuschen. Sie täuschen, wir werden benachteiligt. Warum haben sie es nötig zu täuschen? Wenn wir doch tatsächlich rechtsextrem sind, dann könnten sie es doch mit einfachen Argumenten auch schaffen. Dann müssten sie doch nicht zu solchen Mitteln greifen. Aber da sie das anscheinend tun, sie es nötig haben, stimmt es nicht, was sie sagen. Die AfD könnte das jetzt immer in den Mittelpunkt stellen. Und das Argument, dass dann die AfD nicht mehr in die Sendungen eingeladen wird, das macht nichts. Es wäre sogar gut, weil die Leute dann, wenn es würde auffallen, die AfD ist zu groß, als dass sie den Leuten verschwiegen werden kann. Und die Leute würden sich für die AfD interessieren und würden sich den Originalton anhören. Der Sinn, die AfD hin und wieder einzuladen, ist ja der, dass die Leute denken, okay, jetzt weiß ich über die AfD Bescheid, jetzt muss ich nicht mehr nachgucken, jetzt muss ich mich nicht mehr interessieren. Die AfD ist rechtsextrem, okay, ja, live für Erik Holm, er konnte es auch nicht widerlegen. Er hatte jetzt die Chance, er hatte jetzt die faire Chance. Und ja, es ist, wie konnten sie Maximilian Krah als Spitzenkandidat aufstellen? Das ist eine unmögliche Partei und Peter Büstron, alle beide sind von Skandalen überschüttet. Die Medien haben es ja gezeigt und die AfD-Vertreter sagen auch nichts dagegen, können auch nichts dagegen sagen, also stimmt's ja wohl, da muss ich mich nicht weiter mit der Partei auseinandersetzen. Die AfD kann nach Belieben den Medien gegen das Schienbein treten in so Sendungen. Sie wird wieder eingeladen werden. Das Problem ist, dass Leute natürlich persönlich Angst haben, ihre Reichweite zu verlieren. Das heißt, wenn jetzt ein AfD-Vertreter, Alice Weidel oder Tino Kuballa, irgendwas sagen, was die Medien wehtut, dann werden sie persönlich nicht mehr eingeladen. Und deswegen ist es wichtig, bei jedem AfD-Führungsvertreter darauf zu achten, inwieweit er die Medien kritisiert oder inwieweit er darauf verzichtet. Wenn er darauf verzichtet, dann befördert er mit seiner Karriere auf Kosten der AfD. Weil die Medien verbreiten ein Stigma, die Medien treiben alle Parteien vor sich her, die Altparteien sind Marionetten der Medien, weil wenn die Medien schlecht über Altparteienpolitiker berichten, dann sind sie sofort weg vom Fenster. Und das wissen die Altparteienpolitiker, also versuchen sie die Narrative zu erfüllen, also die Politik zu machen, die aus den Narrativen der großen Medien hervorgeht. Das heißt, über die Medien findet die Herrschaft hierzulande statt. Und nur, wenn man es schafft, die Leute von den großen Medien wegzubringen, ist hier eine Veränderung möglich. Wir sehen schon, die AfD ist im Sinkflug, weil natürlich 24/7 die Medien irgendwelche Skandale gegen die AfD aufdecken, in Anführungszeichen. Und wenn die großen Medien nicht angegriffen werden, dann ist das ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt, aus meiner Sicht. Weil es kann nicht sein, dass man immer nur die Regierung kritisiert, wobei die Medien aber das wirklich Entscheidende sind, und dann darauf verzichten, weil, wie gesagt, früher, wenn man jetzt bei 5% gewesen wäre, dann könnten die Medien einen noch ausschweigen, aber nicht wenn man die zweitstärkste Partei ist. Da hat man eine andere Machtposition. Und dann muss es möglich sein, in solchen Sendungen offen zu legen, was die Medien machen.